Was ist Martin? Hast du wieder eine Kappe? Guten Nein, Tag. Aber was ist denn da? Warum? Was ist? Hab ich was im Gesicht? Nicht direkt. Warst du im Kino? Hast du Brokenback Mountain geguckt? Okay, jetzt hat er geguckt, wie er tappt. Das ist behindert, so dieses Spiel. Gut. So, bitteschön. Ach, ich mag das. Vielen Dank. Jo, was geht? Was hast du denn, Martin? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ist schon. Na dann. Ist ja gut. Willst du einen Anzug? Oh. Oh, super. Oder das? Hast du nicht das eine Ding fünfmal gekauft von mir? Das passt doch immer und überall. Stimmt. Ach so, das war das nee. Da. Nee. Hä? Das war was Blaueres. Ach, sieht aber auch schick aus. Ach, also nicht, generell... nicht für Nein. Martin. Nein, das hier. Ach so. Also gibt es ihm ja wirklich. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ich finde, das sieht süß aus. Was im eigenen Leben am tollsten war, fällt einem kaum spontan ein, oder? Scheiße, ist langsam erredet, aber so ist er. Oh, Schlick und Kahn liebt er bestimmt. Mag auch im echten Leben, total. Und jetzt? Gab's jedenfalls zu Silvester letztes Jahr. Ja, das sieht super aus. Da, oh, wow. Da weiß ich noch gar nicht, was die Steigerung ist. Von was? Wie die Leckerstufen hochgestuft sind. Ja, also absolut lecker wird bestimmt das höchste sein. Ah, und dann gibt's ja noch das hier. Wenn das hier, hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn die das hier haben? Ja, das ist göttlich. Das unten drunter aber auch. Ich weiß gar nicht, was bei Wiesel war. Aber auf jeden Fall ist er übelst ausgerastet. Und ich dachte, ich war da gerade auf der Ali-Night. Saß da gerade im Publikum, spiel nebenbei. Auf einmal geht er übelst ab. Und ich so, hä, was geht jetzt? Was ist passiert? What happened? Das hat ihm offensichtlich nicht geschmeckt. Was hast du ihm denn gegeben? Eine Zuckerwatte. Tja. Das fand er absolut abscheulich. Oh! Okay, okay. Alle Erfahrungspunkte weg, weil ich ihm Zuckerwatte gegeben habe. Zumindest weiß, dass das jetzt dort steht. Das passiert ja nicht nochmal. Die wow. Fresse vor allem. Hat gerade. Was hab ich gefurzt? Ja. Oh, oh dieses Spiel. Und hier war ich bei dir alle gucken auf ihren 3DS. Na, so ist es halt. Ich finde, das ist realistisch. In seiner Zukunft sitzt du immer mit Boris und Wiesel da und spielst 3DS. Ich hab sogar ein Kakteenzimmer. Ja, passt doch. Ah, das finde ich übelst cool. Oh, wie schön das ist. So, da sind wir wieder. Kyoto hat einen kurzen Anfall gehabt. Nein. Ich habe gehört, dass Quichee mit mir befreundet sein will. Was? Wer hast du das denn? Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Wie süß er da steht. Im Zug, vielleicht wackelt der Zug ja auch. Ja, das kann sein. Hä? Hi! Ah, wie cool. Das scheint sich schon sehr zu freuen. Ja, das hilft ja wirklich gut. Yep, das oh. Hat super funktioniert. Jetzt kommt die schöne Musik wieder. Oh. Yay. Das ist absolut gut wir gelaufen. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Sehr gut. Ich denke mal, ich bin jetzt Level 16. Sehr schön. Und ja, wünsche ich mir auch. Ich wünsche, man könnte auch so einfach eine neue Wohnung einfach einbeziehen. Hm? Dass man einfach eine Wohnung so schnell kriegt. Man tippt drauf, bumm. Die Wohnung ist da und eingeräumt. Was willst du denn haben? Ballettleitfaden? Das hält sich in Grenzen. Du kannst mir aber. Was haben wir denn alles noch? Laptop geben. Stimmt. Danke. Ich habe ja fast die gleichen Sachen wie bei mir. Ich glaube, ich habe nur die Seifenblasen. Ein kleines Dankeschön. Das ist voll wichtig. Du bist doch ein bisschen über Seifenblasen bläst. Ja, ich habe ja auch keine rosanen Haare bei mir. Ich freue überraschenderweise. Mich oft mit Reisenden an, gehe sie auch schon mal besuchen. Stimmt das? Ja. Oh mein Gott. Was ist? Hab's ich Lichter was im Kopf? Gesicht? Das ist eine Pusteblumen-Ding, sie. Warum haben bei dir eigentlich alle was im Gesicht? Oder auf dem T-Shirt. Mach das Ding weg. Diese realistische Hand im Arsch kommt da nicht drauf gelacht. Sehr geil. Bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunderbar.
bekommst du sogar Geld dafür. Kann ich da streicheln? Nee, aber du scheinst ja, irgendwie total happy. Überglücklich, dann ist doch die Hintergrundmusik gerade so schön. Jetzt schlägt Konkane. Bitte, lass es jetzt nicht zu Pfütze werden. Aha! Voll geil! Chili oh, das hat mir übelst viel Geld gegeben! Ich bin so großzügig! Jetzt weißt du, wie du Geld verdienen kannst. Ich gebe dir Chili con Carne, Alter! Boah, wie geil das gerade war! Diese Fresse! Lecker! Und jetzt werde ich zur Pfütze. Nee, okay. Schön! Oh, hey. Aber Level 17! Krass, das ging ganz schön fix! So, es könnte noch was geben. Das ist eine Waage. Nee, das oder Yoga. Nicht. Dann eher noch das andere Ding, was ganz unten war. Was haben wir noch so? Ein Handy. Mobiltelefon, ja, bitte. Du guckst wahrscheinlich auf dein Handy. Genau wie ich. Wie jeder eigentlich ein Smartphone hat. Ja, richtig. Wobei wir es jetzt nicht in der Nähe haben. Wir sind voll unabhängig. Oh, na gut, wenn der nicht direkt vor dir. Na gut, weiß ich nicht. Das liegt direkt vor mir. Nein, der ist mal davor, okay? Katze schon am Arsch. Zwäsch ist Besuch im Haus von Lob und Yume. Mhm. Vorbeischauen. Mhm, was macht Zwäsch denn da? Was mache ich denn da? Du gehst auf den umständlichen Weg hin, aber ist okay. Oh, da hast du was. Haus von Lob und Yume. Toll, die muss auf dem Boden sitzen. Ja, dann sitzt du schon auf dem Sofa. Ja, aber. Die fressen. Schau dir schon, der Fabt, ey. Guten Tag. Na, was haben wir denn? Ich hab Grimassen schneiden geübt. Oh nein! Oh. Bitte! Ja. Na, was meinst du? Das ist wunderschön! Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Oh. Oh wow. Und sonst so? Die Reisende, die ich eben getroffen habe, war wirklich total süß. Blöder Männer. Typisch Lob. Bitte sehr. Ja, 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 ja. Er ist so langsam mit Bedacht. Ja, ist ein Genießer. Und ich hab's hintergeschlungen. Trotzdem haben wir gleich lang gebraucht. Verrückt, oder? Wie gleich lang? Die Zeit, die man zum Essen braucht, ist mal gleich lang. Nur wie viele Bissen man dazwischen macht. Ach so. Ist unterschiedlich. Aha. Hm. Okay, dann tschüss, Lob. Oh. Hm. Oh, das ist ein Herz bei dir. Ja, ich weiß. Sag ich nur eins. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Nein, nicht in Ruhe lassen. Das kann ja jeder. So, falsch in Ruhe gelassen. Ich hätte gern ein Kind gemeinsam mit... Schon wieder? Ja, finde ich auch. Oh, das hat mir übelst Erfahrung gegeben. Ja, wo ich ja gesagt habe. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ich hab gar nichts gemacht. Welchen krieg ich auch nicht. Ja, mach doch. Hier, hast du Hustensaft. Was? Ich würde mir gerne Wasser aus dem Anziehen schenken. Ein Eichelhut. Eine Papierkrone. Hast du bei den Uniformen noch was Besonderes? Zug. Das passt ja jetzt zu mir. Yay! Jetzt bin ich eine Hausfrau und hab all meine Träume aufgegeben für Lob. Hab ich schon alle Items? Nee, du hast drei. Ich hab drei Items erst? Du hast so gut wie nichts. Warum hab ich so wenig Items? Geht mit mir? Na, du hast dir die Lieder gegeben, vielleicht Wohnungen und du bist noch nicht so hoch vom Level. Was will ich mal haben? Gibt's auch einen Katzenquäl-Coupon? Nein. Schade. Einen Spiegel kannst du vielleicht jetzt gebrauchen noch. So. Ich guck erst noch durch. Jetzt habe ich einen Laptop. Nein. Oh, Hilfe, ich habe keinen Laptop, ich soll schon Let's Plays machen. Stimmt, die Folge ist ja ganz öffentlich. Das war das erste, was ich mir geholt habe, glaube ich, der Spiegel.
Wirklich? Wohnung und der Spiegel geht gar nicht. Ich freue mich fast schon wieder auf den Winter. Das, yep. Das bin nicht ich. Das bin ich. Hier, bitte. Das muss ich vom Boden essen. Hat mir auch gefallen. Viel Erfahrung gegeben. Komm, wir sind wieder 13. Chili con carne. Ich übe nochmal. Du übst Grimassen. Ich übe gerade Grimassen. Grimassen. Das mach ich immer eigentlich, wenn ich DS spiele. Da tue ich meine Fresse aber übelst verzerren, wenn ich Lattes Queens komme. Das ist nicht mal normal, immer so. Oder auch so übelst behindert so. Alles, was geht. Hauptsache behindert. So. So, da ist ein Ereignis und da sind noch zwei neue Sachen. Ja, warte. Da oben nochmal ein Haus kommt? Diese Kleidjacke kommt, ich sehe ihn immer und überall. Was, quietschig ist eine bescheuerte Stimme. Na, die ist halt quietschig. Ach nein, so. Da kommt kein Haus hin, ich erinnere mich wieder. Wenn du mehr Leute hast, die einziehen, dann wird das Symbol mit dem Wohnblock größer. Ach so. Da kommen Etagen dazu und dann ist das Icon auch höher. Meiner Treff. Vor allem übelst laut geschluckt. Hier. Okay. Es gibt bestimmt neue Hüte. Willkommen. Eine Badekappe. Die ist unglaublich wichtig. Da ist auch eine Haarreif dabei. Den hat, glaube ich, meine Schwester gerade zur Zeit, oder? Weiß gar nicht. Weiß gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, Bärchenhaarclip gibt es in neuen Farben. Oh, ganz schön viele neuen Farben. Und ein rosa Bärchenhaarclip. Aus irgendeinem Grund muss ich an so japanisches Zeug denken, wenn ich einen blauen oder einen grünen Bär sehe. Vielen Dank. Na, das zeigt aber auch an diese billigen Kaugummi-Sachen. Das ist im Fall Kawaii ist. Willkommen. Wieso arbeiten die alle nicht? Die Magierrobe, die habe ich noch nicht einmal gehabt. Ich finde es übelst cool. Wenn ich die hätte in blau, würde ich die Gen Sid geben. Würde ich Gen Sid auch erstellen. Was ist denn das Vorspares? Mein Gott. Meins ist es nicht. Ja, ich kauf's. Ich hab auch alles gekauft. Boah, Popstar-Outfit! Ist ja voll casual. Ja. Ah, damit steht's auch vielen. Hab ich das noch nicht? Anscheinend. Nee, oh! Ich find das schön in blau. Okay. Der Knallrot ist bestimmt auch hübsch, oder? Na gut, es geht so. Schön mal die Farbe. Hab ich das auch noch nicht? Lol. Nee, anscheinend wirklich nicht. Hast du das nur durchgeblättert? Das bei mir hast du, glaube ich, das Kirschenkleid an sogar. Warum ziehst du mir sowas Hässliches an? Ich mach Kirschen drauf, ich find die süß. Und Delfin-Shirt. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss das unbedingt in rosa für dich kaufen. Okay. Ich brauch auch noch mag was. Mag der denn Delfine? Nein, ich glaube nicht. Wir brauchen noch was für Relion, weil irgendwie hat der noch immer diese Uniform an. Gib ihm was Sommerliches, weil es so warm ist. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Das da zum Beispiel. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte sehr. So. Die alle home? Oh, wir haben ein paar Probleme. Können ich mir irgendwelche mal verlieben oder so? Könnte ich noch mehr erstellen? Ach, ich hab schon so viele. Geholfen. Ich hatte Hunger. Jetzt ist der Schluck auf weg. Gern geschehen. Warum ist die Musik so verranzt? Ich liebe verranzte Musik. Den könnte ich mal noch erstellen. Wolltest du nie Ruffy erstellen? Das ist aber übelst schwer bei Tomodachi Life, oder? Weiß ich nicht. Das muss ja irgendwie gut aussehen. Wir können das das nächste Mal machen, bevor wir aufnehmen. Wir erstellen mal übelst viele Charaktere. Wir denken uns hier übelst viel aus. Mekranzklub. Zum Beispiel. Vielleicht nicht sowas. Ich hatte doch gar keine Items. Was hast du dir dann die ganze Zeit gegeben? Ach, die Lieder. Tatsächlich mal, was es tun kann, die Arme. Ich bin vor anderen Leuten genauso natürlich wie vor mir selbst. Oh. Okay, mal umgedreht. Hey! Ja, ist ein Tomatensaft. Das schmeckt dir bestimmt ganz lecker. Ich hasse Tomatensaft. Wirklich? Ja. Tomaten- und Karottensaft komme ich nicht ran. Und rote Beete-Saft? Das ist okay. Ich esse ja auch Tomaten so und Karotten. Und esse ja auch so
Soßen davon, aber Saft geht gar nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Oh, jetzt spielen sie alle Wii U. Kaum hat sie nicht, Wii U geht's los. Ja, mit Kitty und Liz. Yeah! Oh, und Kitty hat verloren. Was ist hier? Okay. Fiesel und Boris sind eine Runde behindert. Ich meine, natürlich dumm. Also, nicht ganz okay. Sie spielen Flugzeug. Sie spielen Flugzeug. Gut. Wenn man mal nicht mit Süßigkeiten essen aufhören kann. Weiter essen. Sie verstecken, Willenskraft zeigen, sie wegschließen, nicht aufhören. Ich würde nicht aufhören. Mir ist das doch egal, wenn ich Hunger drauf habe, esse ich die. Nicht aufhören. Naja, du musst es ja wissen. Was? Alter! Alter! Ich bin zu hören bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, kleiner Koboldhamster.